Hey, was geht ab, YouTube? Hier ist euer Lieutenant Colonel Shepard nach einer ziemlich langen Pause. Heute zeige ich euch Opera Mobile für Windows Mobile. Gibt es auch für Android und wie ich gehört habe auch bald fürs iPhone. Nur wie man an den Opera Browser kommt, ist etwas schwierig, sage ich mal. Oder was heißt schwierig? Eben etwas anders. Man bekommt ihn zumindest auf Windows Mobile nicht auf dem Marketplace, sondern nur von der offiziellen Website von Opera. Das heißt, ohne Computer kommt ihr leider nicht dran. Aber wer Zugriff auf einen Computer mit Internetverbindung hat, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen, denn der Opera-Browser ist um einiges besser als der Internet Explorer auf Windows Mobile und hat Unterstützung für Flash zum Beispiel. Und auch für Tab-Browsing und hat viele Zusatzfunktionen, die vor allem auf Handys wünschenswert sind, sage ich mal. Ja? Und jetzt starten wir einfach mal den Browser. Ich werde ihn euch vorführen. Der ist ziemlich einfach zu bedienen und hat auch Unterstützung für viele Sensoren, wie zum Beispiel den Lagesensor von jetzt zum Beispiel meinem Samsung Omnia 2. Ich kann mein Handy in jede Richtung kippen, wie ich will. Der Browser richtet sich immer je nach Lage meines Handys aus. Und als allererstes fällt mir auf, dass wir keine normale Startseite haben, wie bei anderen Browsern, sondern nur eine Seite mit 9 Feldern, zu denen wir jeweils eine Website zuweisen können. Damit haben wir schnellen Zugriff auf die Website, auf die Websites, die wir oft besuchen, zum Beispiel Google. Wie ihr seht, das baut ziemlich schnell die Seite auf. Scrollen geht auch ziemlich gut. Ja. Ziemlich flüssig, muss ich sagen. Ist so ziemlich das flüssigste Programm, das ich bis jetzt auf allen, das ich bisher auf meinem Handy ausprobiert habe. Auch im Gegensatz zu älteren Opera-Versionen ist das auch eine ziemlich große Leistungssteigerung. Dann haben wir hier unten eine Leiste mit den Grundfunktionen, die so ziemlich jeder Browser haben sollte. Eben Vor- und Zurück-Button, einen Button zum Aktualisieren und Abbrechen des Ladens. Dann haben wir hier eine Schaltfläche für Tab-Browsing. Hier werden alle Tabs eingeblendet. Ich kann Tabs hinzufügen, ich kann Tabs schließen, je nachdem. Dann haben wir hier eine kleine Schaltfläche mit einem Schraubenschlüssel für eben solche Funktionen wie Lesezeichen oder den Verlauf oder zur Startseite zurückkehren, seine Downloads verwalten. Natürlich einen Button zum Beenden des Browsers und dann haben wir noch hier die Einstellungen. Ich kann euch ja mal ein bisschen in die Einstellungen einführen. Da gibt es nämlich ziemlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben hier jetzt, wir können zum Beispiel verhindern, dass Bilder geladen werden. Wir haben den Opera Turbo-Modus und Opera Link. Wir können die Mobilansicht ein- und ausschalten. Wir können das Vollbild ein- und ausschalten. Wir können den Zoom einstellen. Dann. Gut, Privatsphäre-Einstellungen, das Cookies löschen, Passwörter merken und so weiter. Eben so ziemlich alle Funktionen, die auch ein großer Browser bietet für den PC oder für den Mac. Der ist auch um einiges sicherer als der Internet Explorer. Also für diejenigen, die ein Windows Mobile Handy haben, die werden wahrscheinlich auch sich sehr oft über den Internet Explorer geärgert haben. Ich hab's zumindest. Ich bin ziemlich froh, dass es den Opera Mobile Browser gibt und kann den nur empfehlen. Und ich wünsche jetzt viel Spaß denjenigen, die den jetzt ausprobieren. Den werdet ihr natürlich mit Sicherheit haben. Und wir sehen uns bald demnächst wieder mit neuen Videos. Ciao.